Hallo und willkommen, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Civ 6 Hellas. Das letzte Mal haben uns die Römer erneut und die Amerikaner zum ersten Mal den Krieg erklärt, waren nicht so glücklich damit, weil die Amerikaner blockieren mir dadurch den Handelsweg nach Toronto, den ich gerne hätte, gehabt hätte. Achso, wobei andererseits, die sind jetzt hier auch im Krieg mit mir, also so gesehen ist das auch schon wurscht. Naja, wurscht. Ein paar Blödsinnigkeiten gemacht. Aber was soll's. Wir werden das schon schaffen irgendwie. Huch. Du gehst da rüber. Echt jetzt? Ein Lager von ihm. Ist das schon die ganze Zeit da gewesen oder ist das erst jetzt gebaut worden? Noctum schießt nicht auf uns. Das Lager hat auf uns geschossen. Noctum hat keine Festung, sehe ich gerade. Das Lager angreifen. Kannst du. War aber nicht besonders klug. Gut, nachdem die Stadt ja keinen Angriff hat, können wir uns da gleich einmal daneben stellen. So. Du bleibst stehen, du hast nichts zu tun. Du fängst diesen Ball. Ja, Aretium hat nur eine Kanone. Wir haben dann auf uns geschossen. Das war Bordeaux wahrscheinlich, die damals auf uns geschossen haben. Das ist ja wohl blöd. Na gut, du kümmerst dich da um den Rest von diesen Typen. Achso, verdammt, du kommst nicht bis zu ihm. Naja, kann man nichts machen. Du musst auch runter. So, wie viele weitere Truppen haben wir da noch? So, dann machen wir hier tatsächlich ein Sägewerk her. Und hier haben wir einen Händler. Wo führen wir den Händler hin? Phasalos? Phasalos? Bordeaux? Wo ist denn Phasalos? Da. Ephesus ist wo? Hier. Vielleicht gar nicht so schlecht. Wir brauchen Forschungs-, also wir brauchen Dings, wir brauchen Trading Posts, damit wir weiter handeln können. Selbst für den Fall. Das ist zwar ein Verlustgeschäft, dieser Handel nach Phasalos, aber so, du hast es heimgeschafft. Na dann, machen wir jetzt
würde ich fast sagen, Washington als Ziel. Ah. So, dann haben wir Mittel abschöpfen können wir hier machen. Wie viel Geld wird das werden? 72. Wow. Und dann schöpfen wir mal die Mittel ab. Wir mögen diese Typen sowieso alle nicht. Gut, du mein Freund, ziehst dich dahin zurück. Und hey, du kannst dich befördern. Das ist cool. Rossharnisch haben wir schon. Kampfstärke gegen beschädigte Einheiten. Das klingt ja schon fast schon gut. Ha. Die können wir auch benennen. Wir nennen sie nicht Blitzhexe, bist du irre? Wir nennen sie Lumpenjäger. Ha. Immerhin sind sie besser gegen Leute, die schwach sind. So, Quellen erhalten. Bla 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 bla. Ah ja, okay, dadurch ist er dort stärker. So, faserlos beleuchtet Wohnraum. Was soll ich tun? Da habe ich noch einen Schippernackel. So, wohin des Wegs? Wir haben jetzt den Pazifik erkundet. Was jetzt? Gut, Bordeaux, Hafen reparieren, haben wir gesagt, ist wichtig. Hafen reparieren ist wichtig. Mach bitte den Hafen, klar. Next round. Achso, wir haben noch jemanden zum Bewegen. Diesen Musketier. Wow, du machst aber ganz schön flott da herunten. Schneller als ich gedacht hätte. So, da haben wir das Barrier Reef. Vielleicht wollen wir uns in der Nähe des Barrier Reefs ansiedeln. Was macht das nochmal? Plus 3 Nahrung und plus 2 Wissenschaft in den Küstengebieten rundherum. Und für sich einmal nichts Schlechtes. Haben wir gesagt, dass wir zuerst hinbauen wollen, vielleicht. Da haben wir ein elendes Pferd. Wenn wir hier raufbauen, wo bauen wir hin? Das ist sinnvoll. Hier in der Nähe gibt es natürlich viele von diesen wunderschönen Ressourcen. Da haben wir Eisen, Wolle und dieses Zeug. Da herüben haben wir natürlich Hügel. Die brauchen wir für eine Akropolis. Und wie schon gesagt, wir haben das Ding, wenn wir daher bauen. Wenn wir daher bauen, haben wir 1, 2, 3. Da kommen wir nur bis zum ersten Teil vom Great Barrier Reef. Das heißt, vielleicht etwas weiter im Norden. Wenn wir daher bauen, haben wir 1, 2, 3. Haben wir dieses Gebiet dann nicht mehr, aber was soll's. Damit müssen wir leben. Da hätten wir das Great Barrier Reef drinnen. Wir hätten da einen Fisch. Wir haben da Hügel.
so ein Hügel? Ja. Oder wir bauen gleich darunter. Dann noch einen Fluss auch. Wisst ihr was? Wir bauen da jetzt mal als erstes einen Siedler rein. Weil wir können es ja. Geld ist Gott sei Dank das, was wir genügend haben. Du magst mich nicht, die Sonne. Hey, noch irgendjemand hat Krieg erklärt. Offensichtlich hat Buenos Aires die Seiten. Nein, Laventa hat die Seiten gewechselt. Zum Typen. Unser Militär ist nun dafür ausgebildet, 3 Militäreinheiten zu einer einzelnen Armee zu... Wenn Sie sich auf Krieg vorbereiten, sprechen die Herrschenden in aller Ausführlichkeit über den Frieden, bis sie die Mobilisierung abgeschlossen haben. Massenaushebung. Unterhaltskosten für Einheiten werden um 2 Gold pro Runde und Einheit reduziert. Also schlecht, wenn man viele Truppen hat, was wir nicht haben. Verteidigungsbündnis. Expansionskrieg erklären. Haben die das gemacht oder haben sie einfach so den Krieg erklärt? Will ich überhaupt irgendwas ändern? Nein, ich glaube eigentlich nicht. So, Musketier, du gehst einmal daher. Bombarde, schießt du da drauf oder gehst du weg, um dich zu heilen? Na, ich glaube, einen Schuss hältst du locker noch aus. Ha, und jetzt glaube ich, kann das nicht mehr schießen. Kann das sein? Ah, du verschaffst dich mal. Händler, Händler, Händler. Okay. Ah. Du warst gerade nach Laventa, gell? na dann. Warte mal, nachdem wir da sowieso einen komischen Glauben haben, können wir genauso gut irgendwo hingehen, wo wir einen anderen Glauben kriegen. Edfu zum Beispiel. Buenos Aires zum Beispiel. Klingt gut, Buenos Aires. So, du bleibst mal da stehen. Hat allerdings eine Befestigung. So, du hast das gebaut. Da ist auch schon ein Bergwerk. Kann das sein? Hügel. Ah, schaut so aus, als wäre da eine Mine. Ja, Mine. Meine Güte, das ist urfürchterlich. Das findet man überhaupt nicht. So bescheuert. Gut, dann. Ephesus braucht Sachen zum Essen. Das ist natürlich problematisch. Will ich da diesen Hügel mit Essen zumüllen? Es macht natürlich Sinn.
mehrere Essenseinheiten zu haben. So, wohin fahren wir mit dir? Ach, du weißt was, du fährst daher. Und unterstützt unsere Kämpfer für Recht und Ordnung. Ah, du bleibst mal da. Also los. Da haben wir das Sägewerk. Gut, was bauen wir als nächstes? Ach, da drüben, das müssen wir reparieren, sehe ich gerade. Ah, du schießt hier. Für dich haben wir leider keine Beschäftigung derzeit. So. Wir können eigentlich eh nur Massenmedien machen, also machen wir Massenmedien. Wieso können wir nur Massenmedien machen? Warum ist da alles andere blockiert, frage ich mich. Weil wir der Kulturerbe schon zu Ende sind. Schauen wir uns an. Und Massenmedien nun mal das einzige ist, was da noch offen ist. Was brauchen wir für die beiden? So, was haben wir da? Bezirke und Gebäude. Wir haben hier ein wunderschönes Lager, das heißt, wir werden hier Kavallerie weiterbauen, wenn geht. Und die Kavallerie insgesamt verstärken. So eine Armee oder sowas ausrüsten. Das war's schon wieder. Brasilien ist eine Theokratie. Finde ich nicht richtig. Keine Innovation in den letzten 200 Jahren hat mehr Leben gerettet und die Gesundheit verbessert, als die sanitäre Revolution, die durch die Erfindung der Toilette ausgelöst wurde. Ja, das stimmt sogar fast. So, wir können jetzt Sanitäter bauen. Einheit zur Unterstützung im Industriezeitalter kann angrenzende Einheiten heilen. Das klingt gut. Das klingt ausgezeichnet sogar. So, was machen wir da als nächstes? Boah, der Teddy Roosevelt ist schon da vorne. Der ist schon da. Scheinbar. Der muss schon hier irgendwas entdeckt haben. Gut, aber wir machen Industrialisierung. Was können wir noch alles? Chemie. Schauen, wir könnten bis daher kommen sogar. Wir haben einen Bonus dafür. Was können wir dann bauen? Panzerabwehrmannschaft. Also eine Kavallerieabwehr. Damit könnten wir unseren Pikenier stärker machen wahrscheinlich. Mal. Ist ja wurscht. Na stimmt, die haben wirklich nicht mehr auf mich geschossen. Finde ich gut. So, na dann, Bombarde, schieß mal da drauf. Machen wir das Lager kaputt. Oh.
Da ist ein Dings, da ist ein Ritter. Nicht mehr lange, wenn es nach mir geht. Der wäre doch genau das für euch. Wie ist das? Wie kommen wir da am besten rüber, ohne dass wir allen im Weg sind? Kommst du da mit einem Schuss rüber? Nein. Natürlich nicht. Das wäre auch zu einfach gewesen. Ach, pfeift drauf, dann schicken wir halt die Ritter, die wir da haben. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist eh groß, dass der gleich hinüber ist, aber ich muss diese Bombarde da schützen. Wer weiß, ob der mit den Rittern da nicht rüberkommt und mich von hinten angreift. So. Wenn ich da angreife, dann... Dann kriege ich Schaden. Das heißt, ich lasse es mal bleiben und warte, bis mein Schippernacken endlich kommt. Schippernacken. Komm doch bitte. Hey, wir haben einen Archäologen, Demokritos, na sowas. So, wo können wir denn jetzt hinschicken? In eine andere Stadt verlegen können wir leider nicht. Oh, die Stadt kann angreifen. Dann werden wir diesen Typen hier vielleicht zuerst... Achso, warte mal, das ist ja ein Dings. Ach, dieser. Diesen Typen werden wir dann vielleicht eher hier schicken. Also das Wasser laufen lassen. Oh, na, das war keine gute Idee. Du gehst einfach darauf. Das wird sowieso für dich gebaut. Du machst das. Schaust du dich. So, jetzt zu dir. Wo haben wir denn Altertüms, Dingsbümser? Ich habe Shipwrecks habe ich gesehen. Aber ich habe da, genau, bei Eritrea, glaube ich, war das genau da. Wusste ich es doch. Geh mal daher. Mal schauen, was du machen kannst mit dem. So. Könnte da noch einen Dings brauchen. Dann gehst du mal daher. Immerhin bauen wir dort hinten das die nächste Stadt. Gehst daher und tust so, als wärst du nicht hier. So, große Persönlichkeit erneut. Wir machen die großen Persönlichkeiten schneller als wir. Oh, ein Admiral, das ist aber gut. Warte mal. Halten plus 100 Gold auf Standardgeschwindigkeit, was? Militäreinheiten erhalten plus 60% Belohnung für das Plündern von Seehandelswegen. Ja, okay, dann können wir sowieso nichts dagegen tun, den rekrutieren wir jetzt einmal. Dann
dann schicken wir ihn mal hierher. Und dort unterstützt er meine Flotte, die dann hier sein wird. Gut, Produktion, Athen, was brauchst du mir? Ja, ich weiß schon, dass du keinen Campus hättest oder so irgendwas, aber um ehrlich zu sein, ich habe nicht den blassesten eines Schimmers. Auch ein Industriegebiet wäre irgendwie nett, aber wo soll ich das hinbauen? Gibt es da Hügel? Da gibt es ein Sägewerk. Ich will den Wein nicht wegtun, meine Annehmlichkeit ist eh schon so mies. Ich könnte das Industriegebiet da in die Wüste setzen. Kann ich das? Nein, kann ich nicht. Wieso eigentlich nicht? Aber weil es zu weit weg ist. Natürlich blöd. Na, dann bauen wir da ein Industriegebiet her. Wir müssen einfach schneller produzieren. Da kann ich nichts machen. Ich schon 26 Minuten um. Ich brauche immer urlang für meine Züge. Vor allem der Computer braucht mittlerweile auch schon relativ lang für seine Züge. Was hat der gemacht? Achso, der ist wahrscheinlich gestiegen. Ist okay, soll er machen. Ich frage mich noch immer, warum ich meine Ritter nicht aufrüsten kann zur Kavallerie. Ja, das ist okay. Greift's mich an. Das ist besonders klug von euch gewesen. In den Dschungel rein. So, Bombarde. Machen wir mal dieses Lager tot. Ich glaube, die sind technologisch nicht nach mir gegenüber. Ritter, kümmere er sich um den Rest. Und der steht relativ gut auf da, das ist ein General. Ja, ich würde das ganz gerne da Dingsen, aber das geht wohl kaum. Das ist dieses blöde Panzerschiff im Weg. So, Argos, wohin fahren wir mit dir? Boah, das sind coole Sachen. Ganz, ganz reich. Viel Geld, da ist auch Wissenschaft dabei und Kultur in Unmengen. Nanmadol ist nicht ganz so viel Wissenschaft, aber Unmengen an Kultur. Machen wir doch glatt. So, Musketiere. Machen wir dem da ein Ende. Das kann sich fast ausgehen. Yep. Dieses Lager ist ein Ex-Lager. Daher. Und wir sagen, es passt. Vielleicht sollten wir sogar daher bauen. Da haben wir 1, 2, 3.
das Ding dann noch drinnen? Oder daher? Kavallerie wartet auf die Leute, die schießen. Du nimmst mal das. Ja, der zweite Versuch, Dings zu erobern, ist bei weitem besser gelaufen. Australien zu erobern. Den ersten haben wir doch. Ach Gott, können wir bitte drauf schießen? Mit euch. So, Argos, was brauchen wir als nächstes? Ein Bürgerplatz? Nein. Ich brauche... Hey, du könntest eine Kanalisation bauen. Zwei Wohnraum. Fancy. Machen wir doch glatt. Ich weiß, ich sollte lieber Truppen bauen, aber naja. Ah, ja. An dieser Stelle, Herrschaften, wünsche ich euch einen schönen Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bis zum nächsten Mal.